Durch das Cottbuser Staatstheater weht in diesen Tagen ein Hauch Ungarn. Grund dafür ist Gräfin Mariza. Die Operette von Emrich Kallmann feiert morgen im Staatstheater Premiere. Regie führt Steffen Piontek. Der erfahrene Regisseur weiß, dass die Inszenierung der Gräfin Mariza eine besondere Herausforderung darstellt. Also Gräfin Mariza gehört zu den Kernwerken des Operettenrepertoires. Emrich Kallmann ist einer der bedeutendsten Operettenkomponisten und dieses Werk stellt enorme Anforderungen an die Darstellungs- und Gesangskunst der Sänger und ist auch nicht ganz unkompliziert zu inszenieren. Eine gewisse Opulenz ist ganz einfach gefragt. Es muss etwas fürs Auge dabei sein. Es ist sentimental, es neigt manchmal etwas zum Kitsch, es ist komisch. Es ist eine Melange aus all dem und deswegen so unterhaltsam. Neben der herausfordernden Inszenierung wird die Aufführung am Samstag noch eine weitere Besonderheit aufweisen. Denn nicht nur die Operette selbst feiert dann Premiere, sondern auch der neue erste Kapellmeister des Staatstheaters, Ivo Henschel. Der Dirigent tritt die Nachfolge Marc Niemanns an und wird sich morgen das erste Mal dem Cottbuser Publikum stellen. Und seine Premiere mit Gräfin Mariza hat es musikalisch in sich. Die 1924 uraufgeführte Operette wartet mit einem musikalischen Feuerwerk auf. Sie vereint die traditionelle Tanzform der ungarischen Bevölkerung, dem Sardasch, mit dem Walzer und den Tanzrhythmen der 20er Jahre. Ivo Henschel ist sich der Herausforderung bewusst. Ja, musikalisches Feuerwerk, das war durchaus so geplant schon von Kallmann ganz zu Beginn an. Man wollte den Erfolg der Sardasch-Fürstin wiederholen. Das war das erklärte Ziel. Und somit wurde diese Operette ganz bewusst dazu geschrieben, um Spaß zu machen, um auch erfolgreich zu sein und, ich sag mal, den besten Mut mitzubringen, zu unterhalten. Auf der anderen Seite geht es in der Operette immer um sehr elementare Gefühle, um Liebe, um Eifersucht, um Stolz. Und da schafft es Kallmann, auf sehr bezaubernde Weise immer die Zwischentöne dazwischen zu treffen. Nicht einfach die große sentimentale Soße drüber zu kippen, sondern sich immer so ein bisschen dazwischen zu bewegen. Und ich hoffe, dass wir das herauskitzeln können aus der Partitur und dass uns das gelingen wird, das dem Cottbuser Publikum dann auch zu zeigen und zu Gehör zu bringen. In der Operette Gräfin Mariza geht es natürlich um die gleichnamige ungarische Adlige. Die Gräfin hat viele Verehrer und bekommt von diesen täglich Liebesbekundungen. Irgendwann hat Mariza davon genug. Sie erfindet einen Verlobten und nennt ihn Baron Koloman Župan. Sie plant, ihre fiktive Verlobung auf ihrem Landgut zu feiern. Wie es der Zufall will, erscheint dieser eigentlich ausgedachte Baron plötzlich auf dem Landgut. Doch damit nicht genug, fordert auch der verarmte Graf und jetzt Verwalter des Gutes Tassilo Marizas Aufmerksamkeit. Und das ist nur die Haupthandlung der Aufführung. Es gibt noch weitere wendungsreiche Nebenstränge. Die Operette Gräfin Mariza ist heiter und unterhaltsam. Regisseur Steffen Piontek kennt sich mit dieser Art von Inszenierungen aus. Nach Messeschlager Gisela und Die Fledermaus ist Gräfin Mariza seine dritte heitere Inszenierung in Cottbus. Dennoch beschränkt er sich nicht nur darauf. Das hat sich in Cottbus zufällig so ergeben, dass ich jetzt das dritte Mal im heiteren Bereich eingeladen wurde. Ich mache das auch sehr gern. Also es ist in keiner Weise irgendetwas, was ich ungern mache, aber ich habe auch Parsifal von Wagner in Tokio gemacht oder der Lohengrin in Leipzig, Fidelio in Halle. Also ich habe auch das große Opernrepertoire immer schon inszeniert und beschränke mich da nicht auf die heiteren Sachen, obwohl ich die sehr gern mache. Wenn man erfahren will, welche rasanten und teils verrückten Wendungen sich noch ereignen, ob Gräfin Mariza einen geeigneten Verehrer findet und wie die fiktive Verlobung vonstatten geht, sollte man sich die Aufführung nicht entgehen lassen. Aber auch wer sich einfach nur amüsieren möchte und einen Hauch Ungarn erleben will, ist bei dieser Operette genau richtig. Oh,